Und damit willkommen zurück zu Allein im Dunkeln. Ja, wir haben es ja zu diesem Bereich hier geschafft, nachdem wir hier Der Boden ist Lava gespielt haben. Und ich denke mal, es geht dann gleich in die Richtung weiter. Sieht ja überhaupt nicht schlimm aus. Und ich möchte hier nochmal auf die andere Seite rüber. Ich glaube, hier drin war ich ja, glaube ich, in der letzten Episode. Ja, das sieht gelootet aus. Okay. Dann da hinten, kann ich da durch? Nein. Da spielt jemand Musik. Komm bitte nicht her. Na, Jumpscare? Ausnahmsweise mal nicht. Da drin? Na, toll. Hat wieder Munition gekostet. Weh, ich krieg jetzt keine Munition. Ah. Wieder so ein extra Ding. Ja, wow. Ja, gut, immerhin. Aber gelohnt hat sich's nicht. Naja, okay. Also, wenn jemand von euch spielt, geht's nicht hier rein. Da hinter der Tür war ja nichts mehr, oder? Nö. Gut. Dann wieder zurück. Jetzt ist nur die Frage, wie machen wir das mit da hinten? Kommen wir schnell hier rauf. Kommen die? Nee. Ja. Oh, schleichen. Okay, da sind sie unterwegs. Toll. Oh fuck. Kommen die wieder her? Wo ist der andere? Der ist... Okay. Er ist jetzt da hinter der Kiste. Kurz verstecken kann. Erwischt er mich? Anscheinend nicht. Okay, wir laufen. Das war suboptimal. Scheiße. Einmal Health. So, da nochmal schleichen. Oh, bitte keine zweite Überraschung. Das ist eine Wurfaktion. Was haben wir hier? Es muss doch einen Weg auf die andere Seite geben. Ah, gibt's bestimmt. Oh, geil. So. Was macht er? Er läuft einfach nur so im Kreis rum, oder?
Okay, ich will nur noch... Geht da nach hinten? Müsste wieder herkommen. Ja. Okay, komm, 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 komm. Ach du Scheiße. Ja, genau. Komm, 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 komm. Oh, nice. Oh, müssen wir? Okay, wir müssen darüber. Das ist eine ganz gute Idee, was wir da hier haben. Wäre jetzt nicht meine erste Idee, wenn es da unten brennt, hier nach oben zu gehen. Und was jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Mit was sollen wir denn da runter? Mit unseren Händen oder wie? Ist hier denn irgendwas? Oh, ja, Tatsache. Westerstoff, Schlüsselgegenstand. Wisst ihr Bescheid? Nicht nach unten schauen, Emily. Okay, macht ein bisschen Sinn. Ja. Hier gibt es doch bestimmt auch wieder Überraschungen. Ich werde hier mal schleichen. Keine Lust auf Krokodil oder sowas. Ja, wobei Krokodil... Muss ich da durch? Ich hasse diese Geräusche. Wow. Beweg dich nicht. Das heißt, wenn das kommt, einfach nicht bewegen? Kommt's jetzt wieder? Allah! Klingt so ein bisschen wie ein Hund. Es hört sich so extrem nah an, aber man sieht halt nichts. Oh. Kommt es auch ein zweites Mal? Oh, es geht da in den Boden rein, so wie es aussieht. Es ist der hasserfüllte Hügel, den Jeremy in seinem Buch erwähnt hat. Was war das? Da hat's mal rumgeleckt. Jeremy, du hast dein...
Mrs. Marcus? Runter von mir! Was machen Sie hier? Ich suche meinen Onkel. Jeremy ist Ihr Onkel? Würden Sie bitte... Danke. Es heißt Miss Hartwood. Erkennen Sie mich nicht? Ich erkenne Sie, Miss Tabor. Ich habe vorhin Baptiste getroffen. Dann nehme ich an, er hat Jeremy auch nicht gefunden. Wir haben uns aufgeteilt. Kann ich das haben? Ich möchte nach Taroea. Schön, aber nur das. Ich will, dass Jeremy angelockt wird. Wir müssen weg, bevor es hier reinkommt. Was? Wohin? Los, schnell! Gott, verdammt nochmal. Ist ja schön, dass der Wechsel da gerade im letzten Moment gekommen ist. Und schön, dass die ganzen Angestellten irgendwie Plan davon haben, was hier so abgeht. Ja, Mann, das ist so... Wahlspachtel. In dem Ding drin. Okay. Überlegen zur Macht des Verbiss von bestimmten Texten. Überlegungen zur Macht des Verbs in bestimmten Texten. Von Juan Luis Jorge. Zu handeln ist in und für sich göttlicher Natur. Selbst die geringste Bewegung unserer Hand ist Beweis für die Regung unserer Seele. Und dennoch wird unser freier Wille so leicht von der dumpfen Langeweile des Alltags überstimmt. Unsere Handlungen werden Gewohnheit und Zwang, trotz Luxus und Bequemlichkeit. Wahre Göttlichkeit findet sich in der Entscheidung, die Bühne zu verlassen, auf der wir alle spielen. Jene, die diese Freiheit entdecken, werden überraschend von dem Grauen dieser Erkenntnis getroffen und gelähmt werden. Oder, noch schlimmer, zum Freitod greifen. Aber wenn du fähig bist, diesen Sturm zu überstehen, wirst du erkennen, dass jenseits dieser Angst ein göttlicher Pfad auf dich wartet. Es besteht die Chance, deinem Schicksal zu entweichen und etwas Neues zu schaffen. Etwas, das weder geplant noch vorherbestimmt ist. Es ist nicht leicht, diese Art von Handlung zu erklären, da sie unsere alltäglichen Entscheidungen übersteigt. Es ist kein banaler Entschluss wie die Wahl eines Berufs unter vielen oder wen man zu heiraten gedenkt. Das Verlassen der Bühne, auf welchem Weg auch immer, ist kein Korrigieren des eingeschlagenen Kurses. Es ist eine Ablehnung der Geschichte, die der Schöpfer erzählt. Okay. Oh, Wohnzimmerschlüssel. Also ich drücke die Ja. Wieso kann ich eigentlich immer noch nicht diese Waffe hier haben? Mann. Kann sie nur angucken. So, aber immerhin haben wir das Rohr jetzt auch mitgekriegt. Entferne Türkeile, um neue Räume... Ach, was Lent. Du nicht... Ernsthaft. Ich brauche einen Spachtel. Damit das weg... Es hat geklappt. Das ist... Ach, was soll's. Es ist ein Spiel. Oh, geiles Klavier. Das hätte ich auch gern. So, was sehen wir denn hier? Ich habe noch nicht alles, was ich brauche. Was? Ach, was soll's. Anleitung für die Barlow-Linse. Die Barlow-Linse. Anleitung. Um die Vergrößerung Ihres Teleskops zu verdoppeln, bringen Sie einfach diese Barlow-Linse an Ihrem Gerät an. Dann nutzen Sie die Feineinstellungen, um den Abstand zwischen Ihren Linsen einzustellen. Das ist recht einfach, solange Sie durch das Okular schauen. Suchen Sie einfach nach einer Position, in der das Bild gut zu erkennen ist und flach erscheint. Wenn Ihr Teleskop korrekt eingestellt wurde, sollte Ihr Teleskop ein klares Bild mit hervorragender Vergrößerung bieten. Gut, wir brauchen also so eine Linse. Was noch ein Schlüssel? Kellerschlüssel. Kommen wir jetzt in den Weinkeller? Halsband. Was ist okay. Das? Untersuche den kleinen Saloon.
Munition? Nö. Gut. Hätten wir das. Okay, schauen wir mal kurz auf die Karte. Was heißt das? Verriegelte Tür. Also verriegelt im Sinne von, wie... Da ist ein Puzzleteil. Grace Büro, Büro des Sekretärs. Ich will mal da hingehen. Moin. Ja, gut. Dann halt keiner. So, war die Tür. Ah, die war gerade da oben. Ja. Oh, es klemmt. Ja. Es hat geklappt. Wer hätte das gedacht? Oh, hier ist ein bisschen mehr los. Ja? Nix drin. Was haben wir hier? Schick. Zwar nicht so wirklich genutzt, aber schick. Nur da unten nicht. Mann, man könnte aus dem Haus so viel machen. Nee, da kann ich auch noch aufmachen. Wieder nix. Oh. Ja. Moment, ich schaue mich hier nicht weiter um. Na doch, ich komme vielleicht von der anderen Seite. Ja, was haben wir hier? Ach Mann, gib mir den Loot her. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Ah! Sind ja noch ein Zimmer hier. Okay. Abkürzung. Also wenn ich ein bisschen Geld hätte und ich das Haus kriegen würde, ich würde es echt renovieren. Sondern keine Ahnung, irgendwie vermieten, Ferienhaus draußen machen. Potenzial ist da. Gehen wir uns erst drauf. Andererseits wäre es halt ein Arsch voller Arbeit, das Ding sauber zu halten. Ist eigentlich... Oh geil, schaut euch mal die Konstruktion an. Ah, das könnte teuer werden, das zu reparieren. So. Warum kann ich bei der Tür nichts machen? Ja, dann gehen wir halt nach unten. Wobei, ich glaube, so ein Geländer reparieren wäre vermutlich auch nicht ganz günstig, wenn es aus Gusseisen ist. Jetzt noch mal eins runter. Unterrichten Sie auch Klavier? Hä? Sie sind Kindermädchen. Haben Sie diesen zuckersüßen Casano-Kindern Klavier beigebracht? Woher weißt du davon? Nur weil erwachsene Kinder nicht bemerken, heißt das nicht, dass wir euch ignorieren. Ja, ich habe es ihnen beigebracht. Und sind sie gut darin? Nicht so gut, um ein kaputtes zu spielen. Es fiel vom Dachboden, hat die halbe Decke eingerissen. Das war Jeremys Schuld, nicht wahr? Niemand weiß, was passiert ist. Aber sie liegen nicht falsch. Was machst du da?
Und ich wollte noch sagen, sie macht mir Angst. Ich gehe dann jetzt. Man sieht sich. Das lass du einfach so stehen? Der hat dir gerade eine Spritze hinten reingejagt. Alter. So, F. Ja, toll. Ja, also. Wow. Oh, Medizinkistenschlüssel. Ich wäre ja mit dir zu den Angestellten gegangen, aber die Angestellten, glaube ich, sind genauso verrückt hier. Was heißt verrückt? Machen irgendeinen Voodoo-Scheiß hier. Ist da offen? Nee. Gut, da ist noch eine Tür. Da sind mehr von diesen Fäulnisspuren. Ja. Aber grundsätzlich schöner Raum. So. Die Allgegenwärtigkeit des Bösen. Dort findet sich Tugend und Fahrlässigkeit. Gedanken voll lichter Gleichgültigkeit. Doch suche die Schuld nicht bei Urzeitgetier, das einst wir waren. Nein, suche sie hier. Auch nicht bei den Bösen, die Sünden begehen. Ihr seid nun jene, die grinsend dort stehen. Bedeutungslos ist, was wir Gutes tun, worauf unser Stolz und Hoffnungen ruhen. Einsam und lichtlos, das Truglicht ist Schein. Propheten des Stolzes stürzen, allein. Hört mich und wisset, gezeichnet sind wir. Allein in der Finsternis. Was mir jetzt gerade so ein bisschen durch den Kopf geht, ist, dass die andere Angestellten jetzt tot oder hat es die auch irgendwie weggeschafft? Steht einfach mal so Wein rum. Okay, was sind wir hier? Ah, sind wir da. Okay, gut, dann gäbe es jetzt noch diesen Keller. Wie bringt man sowas einfach zum Einstürzen? Das arme Klavier. Südle. Will ich da runter? Ich brauche den Schlüssel. Erst nicht? Aber das ist ein Keller hier. Ja, dann halt nicht. Okay, gut, dann gehen wir mal in den anderen Keller. Vielleicht kriegen wir jetzt die Teile da für diesen Kessel. So. Einmal eine Runde. Hoffentlich gibt es keinen Flashbang währenddessen. Kommen wir jetzt eigentlich hier wieder rein? Yes. So. Wer hat Bock auf Wein? Ich hasse es. Oh. Wir müssen den Strom abstellen. Irgendwie. Was ist das hier? Schalter. Okay. Wetten, dass irgendwas Doofes passiert, wenn ich hier den Strom ausmache? Ach so, warte mal. Ich schätze, so geht es auch. Kann ich wieder Licht anmachen? Nein, also warum könnt ihr es auch wieder anmachen, ne?
Ja, toll. Scheiße, komm, 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 komm. Warum sind die jetzt wieder hier? Ja, toll. Ist jetzt hier grundsätzlich der Strom aus? Nur nicht raten, da hinten hat es noch ein Monster. Naja, toll. So, das ist wieder so ein Portal-Ding. Ich habe halt nur noch 6 Schuss. Jeremy? Oh, was? Was? Da war doch eine Leiche da drin. Habe ich mir das nur eingebildet? Ja, wieder sowas. Ja, okay. So, hier ist wieder alles heile. Setz mal hier, warte mal, wir haben doch noch diesen Einschlüssel. Ach, diese scheiß Geräusche. Der Körper von also repariert die Zielscheibe im Heizkessel und untersuche den kleinen Saloon. Abscheulichkeit, bevor er auf einmal verschwand. Die Waffe im Saloon. Ja komm, ich mach das mit dem Saloon nochmal. Ich hätte jetzt nichts gegen eine neue Waffe. Wie komme ich da am schnellsten hin? Schon hier, ne? Der kleine Saloon war... Ja doch, der kleine Saloon ist das da hinten. Ja, dann sag mir mal, wie kriege ich das? Ah, was? Was? Das wird noch nützlich werden. Ernsthaft? Warum? Gut. Also... Wir haben die Schrotflinte. Geil. Wie wähle ich die aus? Achso. 1 und 2. Aber so. Warte mal. Der andere Schlüssel, den wir noch hatten. Ermittlung. Medizinkistenschlüssel. Wohnzimmerschlüssel. Wohnzimmer. Ist es Treppenhaus? Und Dr. Grays Büro könnten wir uns auch noch anschauen. Scheiße! Scheiße! So ein Scheiß! Auf das war jetzt überhaupt nicht eingestellt. Allah. Ah, Mann, ey. Ich mag das Haus nicht. Okay, das war gar nicht so schlimm. Ja, ich habe einfach Munition vergeudet. Wo komme ich jetzt hier weiter? Ich brauche den Schlüssel. Ja, hätte ja sein können. Schauen wir mal beim Doc vorbei. Auch nicht. War das nicht die Tür? Okay, verriegelt, versperrt. Ja, dann kommen wir eigentlich nirgendwo hin. Müssen wir das mit dem Boiler machen? Ah, halt. Die Tür.
Gut. Ich hätte ja auch nichts dagegen, wenn unser Detective mal mit uns zusammen da irgendwo mal durchgeht. Ah, da geht's runter. Schaut's aus mit. Oh, Gesundheit ist nicht so gut. Besser. Südli. Dann das da. Hm, fehlt immer noch eins. Medizinkastenschlüssel. Wo könnten wir einen Medizinkasten finden? Da hinten war ja sonst nichts. Muss mal jemand aufräumen. Medizinkasten. Spiel, hast du einen Hinweis? Ziele, repariert jetzt sicher im Heizkessel. Ja. Da fehlt mir aber noch was. Karte. Da hinten hat's was, da hat's was. Ich weiß halt nicht, wie ich den Safe aufmachen kann. Wir könnten höchstens nochmal schauen, mein Büro des Sekretärs. Ob man da... Oh, warte mal. Grün. Aufschließbar. Zwischengeschoss, Galerie. Ah, das ist da, wo diese Uhr ist. Okay. Gehen wir mal nach oben. Na ja, stelle ich mir nicht so an. Wird das nicht mal aufgemacht? Hallo Uhr. Komm schon, Grace. Ich bin zu müde für Spielchen. Ich lass dich auch mit dem Messer spielen. Oh, guten Abend. Haben Sie zufällig ein kleines Mädchen gesehen? Ich glaube nicht. Ansonsten hätten Sie es sicher gemerkt. Das einzige Kind, das für diesen Ort verrückt genug ist. Sie ist nicht in ihrem Zimmer? Ha! Das wäre was Neues. Sie rennt immer nur rum und sucht Ärger. Sie ist schwer zu bändigen, die Kleine. Wollen Sie einen Schluck? Lieber nicht, danke. Tja, ich sollte weitermachen. Es sei denn, Sie brauchen irgendwas von mir. Ich will nur meinen Onkel finden, bevor ihm etwas passiert. Ach, keine Sorge, Miss. Er taucht schon auf. Er ist viel zu zimperlich, um sich umzubringen. Warum sollte er? Er wünscht sich nichts sehnlicher. Wussten Sie das nicht? Bis später. Ja, ich meine, die Kleine hat uns ja mit irgendwas gespritzt. Okay. Oh. Es fehlt noch etwas. Ein Schlüssel. So, das hat so das... Das ist also Graces Zimmer. Das sieht überhaupt nicht gruselig aus. Eine kleine Bitte. Mach dir keine Sorgen, Grace. Spiel dein Spiel. Blöke und schrei mit den anderen. Ich bin auch nicht neidisch. Es wird mehr Maskenbälle geben. Aber so oder so. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meine Maske für das Fest fertigstellen würdest. In Liebe, Ruth. Maske? Was haben wir denn hier? Nee, da kommt irgendein Scheiß raus. Okay.
Ja, gut, das war's. Eigentlich ganz nett, bis auf die Puppe. Die muss weg. Okay. Funktional. Ach, das ist es wieder. Schon mal wo gesehen. Ja, haben wir schon. Das muss das Zimmer der großen Cassandra Borgard sein. Magriff, Liminent, Schlüsselgegenstand. Nicht sicher, was ich erwartet hatte. Vermutlich etwas. Ihre Medikamente. Miss Borgard, heute habe ich Ihre Medizin beim Postamt abgeholt. Wie Sie wissen, muss sie zu ihrer eigenen Sicherheit von den Pflegekräften verabreicht werden. Ich habe die Kiste fürs Erste in Lottis Zimmer gestellt und ich bin sicher, sie wird sie so bald wie möglich aufsuchen. Mr. Waits. In Lottis Zimmer? Extravaganteres? Okay. Was ist das? Was? Medizintablett? Ich brauche etwas anderes. Mach noch so eine Flasche. Es ist schon eklig mit dieser Schüssel, ne? Aber haben halt alle gemacht damals. Lottis Zimmer. Lottis Zimmer. Eklig. Vor allem, sie haben hier eine Toilette, ne? Lecker, 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 lecker. Ich hasse diese Türen. Okay, wo ist Lottis Zimmer? Party, weißt du das gerade zufälligerweise? Perhots, Jeremy Harwoods Zimmer, Grace, Cassandras. Dr. Grace Wohnung. Ach da, Lottes Zimmer. Da hinten. Okay. Dann hier raus. Dann gehen wir da mal rüber. Was vermutlich auch nicht schlecht wäre für die Atmosphäre, ist, wenn hier ein paar Leute ein bisschen rumgehen würden. Während wir hier da in dieser normalen Version sind. Komm. Hallo. So. Nee, falsch. Wo war denn das? Oder ist das hier? Ah, ja. Gut. Hätten wir das. Und wieder retour. Hallo. Perfekt. Was ist das für ein Fleck? Ist das eine Art Fäulnis? Was ist das da? Südli. Und einmal so. Markierung bewegen oder Flasche wählen. AD. So, Z drehen. Ah. Machen wir das mal so. E. Das sieht eher sowas aus, was noch da muss. Oh, ich hab's. Schreiben wir das mal auf. Was aufschreiben? Hä? Das ist eine 5? Oder eine 517 sein? Ach na, da, 2517.
Schreibe mir das gerade mal selber auf. Handy. Notepad. Notepad, komm mal her. 2,5. Das ist nur 2,5,7, weil das dritte Flasche ist das so komisch bedenkt. 2,5,1,7 oder 2,5,7. Ich schreibe mir das mal kurz auf mit 1 eventuell. So, 2,5,7. Hinweis. Warte mal, die Medizinflaschen wiesen Fäulnisspuren auf ihren Etiketten auf, die auf eine größere Form hinwiesen. Sie mussten nur richtig aufgestellt werden. Aber wozu? Ja, suche auf den Flaschen nach Zahlen. Das habe ich. Ermittlung. Ihre Medikamente, da war nichts drin. Wir könnten auch das da wieder machen. Also 2,5,7. Da wäre das da. 3,4. Das da. Und das da. Hier ist mal. Also. Das da. Ne, das glaube ich war hier. Oh! Oh, geil! Ah. Das letzte Stück. Geil. Ich glaube, das ist das erste Spiel, wo ich bis jetzt keine Hilfe gebraucht habe. Es läuft. Also ich bin da eigentlich ganz dankbar, dass die Rätsel nicht so knackig sind. Jetzt komm, tu mal nicht so. Oh, jedes Mal da. Wie viel Schuss haben wir in der Pistole? Pistole haben wir gar keinen Schuss mehr. Okay. So. Gut, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Episode weiter. Dann werden wir hier vermutlich nochmal einen Trip machen und mal schauen, wo es dahin geht und ob wir dann Challenge finden werden. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.